zu meiner Zeit immer gedacht, das Hirn ist irgendwie der Boss und der sagt ab und zu was zum Darm, was auch möglich ist. Man hat völlig unterschätzt den Einfluss des Darmes auf das Gehirn. Was man sehr gut kennt, ist, dass ja, wenn man gestresst ist, der Vagus weniger aktiv ist. Oder auch bei der Depression, wahrscheinlich wenn man langfristig den Vagus stimuliert, ist man weniger depressiv. Und wahrscheinlich viele so Yoga und so Methoden, die auch etwas antidepressiv sind, wirken über den Vagusnerv. Und jetzt neu ist natürlich, dass die Darmbakterien sehr wichtig sind, dass auch die eigentlich eben, wenn das ganz schlecht im Darm läuft, der Vagus dann wenig erholsame Impulse gibt, aber wenn der schön entspannt ist, eben auch das Hirn entspannen kann. Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunftsexperten-Talk. Und heute ein ganz spannendes Thema, nämlich befassen wir uns heute mit einem Experten, der in der Schweiz sitzt, nämlich den Herrn Professor Gregor Hasler. Grüß Gott erst einmal. Hallo, guten Tag, Herr Giermaier. Auf Sie bin ich ja gestoßen, weil Sie unter anderem sich befasst hatten mit der Verbindung Darm und Gehirn. Also Gehirn ist ja mein Thema so, wo ich sage, okay, ganz spannend, was passiert da alles? Und jetzt haben Sie da auch sehr wissenschaftlich dazu geforscht, was denn der Darm da für Auswirkungen hat. Und dann im neuen Buch dann auch sich noch befasst mit der Wir-Resilienz. Also das ist dann so die Stärke, die wir entwickeln durch Gruppe und durch Zusammenhalt und ähnliche Geschichten. Über beides werden wir heute sprechen. Und als erstes ganz kurz zu Ihnen. Schweiz. Wo genau, was genau machen Sie da? Genau, also ich bin also Ordinarius für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Freiburg. Nicht? Es gibt auch einen Schweizer Freiburg. Und wir haben so ein Schwergewicht auf Allgemeinmedizin und eben auch ganzheitliche Aspekte, wobei meine Forschung ist schon Mainstream-Psychiatrie, muss ich sagen. Und ich bin auch einer der Chefärzte am Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit. Spannend. Und wie kommt man dann so mit dem Thema plötzlich an, als Psychiater dazu, sich jetzt plötzlich mit Mikrobiom befassen zu wollen? Nun, also meine Dissertation habe ich schon in der Innenmedizin geschrieben über Menschen mit unklaren Bauchbeschwerden. Und dann später habe ich mich intensiv mit Essstörungen befasst, auch behandelt. Auch dazu publiziert und meine Habilitation über psychische Faktoren bei der Gewichtsregulation geschrieben. Welch so kommt Thema, man langsam rein und sieht, dass da sehr viele Zusammenhänge gibt zwischen Darm und Psyche. Dann würde ich vorschlagen, wir springen gleich rein. Also tatsächlich, wenn Sie sagen Gewichtsregulation, also den Darm kennen die meisten Leute nur, wenn es Bauchweh gibt oder wenn es Beschwerden gibt, vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten. Dann gibt es Durchfall, Verstopfung, so diese prototypischen Geschichten. Aber dass das irgendwas mit Intelligenz, mit Psyche, mit Immunsystem oder gar mit Gewichtsregulation zu tun haben könnte. Was sind da die wichtigsten Impulse, die Ihnen gleich am Anfang einfallen? Ja, also neu ist schon, dass der Darm viel mehr zu sagen hat, als wir gedacht haben. Nicht? Mhm. Sie müssen sich vorstellen, der Darm hat 30 Hormone und all diese Hormone wirken auch im Gehirn zum Beispiel. Das ist schon eine reichhaltige Sprache, die er da hat. Dann haben wir den Vagusnerv. Da hat man auch herausgefunden, fast alle Informationen geht nach oben, also vom Darm zum Hirn. Und dann ist das ganze Immunsystem, 80% des Immunsystems um den Darm gelagert. Und die haben eine Zytokine und die sprechen auch zum Gehirn. Nicht, das hat man sich gar nicht so vorgestellt. Zu meiner Zeit habe ich mir gedacht, das Hirn ist irgendwie der Boss und er sagt ab und zu was zum Darm, was auch möglich ist. Man hat völlig unterschätzt den Einfluss des Darmes auf das Gehirn. Das ist irgendwie ein bisschen eine Kränkung, oder? Wir denken, wir sind hier so völlig... Die ganzen Neurologen sind jetzt alle gekränkt, ja. Genau, die Chefs da und entscheiden und auf einmal hören wir da aus diesen Lower-Class-Workers da im Darm, dass die da ganz viel Einfluss haben und zu sagen haben, nicht? Klar ist natürlich auch ein bisschen ein schweizerisches Thema, nicht so Demokratie von unten nach oben, hat mir natürlich schon immer gefallen. Aber es sind tatsächlich diese... Das ist einmal ein Zugang, auf den haben wir noch nicht gekommen, aber ist gut.
Genau, und was Sie schon sagen, diese Darmbakterien, die sind also Züpfelchens auf I gekommen, wo man wirklich sieht, wo man das halt, oder das andere ist ja mehr, man sieht, der Darm kann das ganz viel dem Hirn sagen, aber man weiß ja nicht, ob das wichtig ist, ob das Wichtiges Gesagtes ist oder so. Aber mit den Darmbakterien ist es gelungen, man kann ja bei Tieren durch die Veränderung der Darmbakterien die Persönlichkeit verändern. Also das, okay. Das ist in besten Journals, Nature Science, Cell publiziert, einfach bei Tieren. Ist das so diese Studie mit den Jack Nicholson-Mäusen, war das das? Genau so. Wir haben sie eine Studie erzählt, genau. Jack Nicholson-Maus, Woody Allen-Maus. Erzähl ich doch kurz die Geschichte, genau. Genau, das ist schon ganz wichtig, dass ja auch bei den Mäusen gibt es Persönlichkeiten, es gibt Ängstliche, es gibt Mutige. Und da kann man natürlich ganz viel manipulieren. Man kann schauen, dass sie gar keine Darmbakterien haben. Und da kann man von einem anderen Tier die Darmbakterien reingeben. Und jetzt, wenn man von einem ganz ängstlichen Tier gibt, übrigens auch von einem ängstlichen Menschen neuerdings, in dieses keimfreie Tier, also in den Dickdarm, dann wird das auch ängstlich. Oder neu auch bei einem autistischen Kind nimmt man die Bakterien in die keimfreie Maus oder Ratte. Und da wird die Maus auch autistisch. Das sind ja schon ganz... Ja, nicht, also das ist natürlich mehr als ein Hype oder so. Das heißt doch lange nicht, dass bei Menschen das so funktioniert oder dass wir das verstehen, aber es zeigt schon grundsätzlich, dass die Darmbakterien eine ganz wichtige Funktion haben bei der Psyche. Und das ist natürlich spannend, weil wir das auch so gut manipulieren können, nicht? Und da weckt das natürlich so ein Interesse und auch Hoffnungen. Und da müssen wir jetzt natürlich schauen, was wir tun können. Das ist noch ein langer Weg meistens, so in der Medizin, wenn man da mal so Proof of Concept, das mal herausgefunden hat, das wäre möglich, bis man dann wirklich dem Patienten sagen kann, nehmen Sie diese Probiotika. Ja, und natürlich auch immer die Frage, wer profitiert von den jeweiligen Studien, wer hat sie finanziert, wenn es dann irgendwelche Pharmaunternehmen genau. sind, die vielleicht dann auch solche Bakterien verkaufen oder jetzt auch in der Privatwirtschaft, wo du dann an allen Ecken und Enden sogar im Drogeriemarkt schon irgendwelche Milchsäurebakterien kriegst, was ist davon zu halten? Ja, da ist, glaube ich, nicht so viel davon zu halten. Man muss schon sehen, wenn wir jetzt einfach so ein bisschen Bakterien essen, dann werden die sofort verdaut, nicht? Die kommen nie im Dickdarm an. Gut, da gibt es auch wieder neue Studien, dass nur schon diese toten Bakterien wirksam sein könnten. Mhm. Aber sonst sind ja die Studien, es gibt ein paar Studien, aber die sind natürlich nicht so gut wie Pharmastudien. Und die zeigt meistens nichts oder so kleine Effekte, aber man wüsste gar nicht genau, wie das wirkt. Weil bei den Tierversuchen ist das schon anders. Da verpflanzt man ganze Mikrobiome und direkt in den Dickdarm, das wird ja nicht gegessen. Und wenn man das isst, was da passiert, das weiß man nicht so genau. Müsste man eigentlich Zäpfchen nehmen, oder? Und keine Kapseln. Absolut, man müsste so Einläufe nehmen oder säurefeste Kapseln. Die gibt es ja. Die werden genau. ja regelmäßig eingesetzt bei Medikamenten auch oder bei Nahrungsergänzungen. Ja. Genau, das wird in Studien gemacht, das sind seriösen Studien. Ist natürlich auch gefährlich, nicht? Weil sonst ist es ja nicht schlecht, wenn wir die Bakterien abtöten. Die gehen dann ohne Abtöten in den Darm, vielleicht auch in den Dünndarm. Also hat mögliche Nebenwirkungen. Das andere ist natürlich auch, was wir wissen, ja, wir haben ja viele Erfahrungen mit der Stuhltransplantation beim Menschen, nicht? Infektiologen machen das ja. Und da sieht man ja schon, dass diese Effekte schnell verpuffen. Also, man muss vorstellen, das Darmbakterium ist wie ein Ökosystem. Wenn ich jetzt da alle Pflanzen tot sind, da gebe ich mal Bienen rein, die sind ja gerade verschwunden, oder? Ist ja ein Grund, weshalb die Bakterien so verändert sind, nicht? Weil wir zu viel Zucker essen oder weil der pH falsch ist oder so. Und ein Ökosystem, einfach indem man da von außen was reingibt, schwierig zu verändern. Und so sieht man überall, die Effekte verpuffen sehr schnell. Das ist komplexe Systeme mit einzelnen Maßnahmen. Aber natürlich passiert irgendwas. Ja? Also das kann man ja auch nicht leugnen. Das ist schon irgendwas passiert ja bei den Leuten, wenn sie dann zum Beispiel die Ernährung verändern. Ja? Oder wenn sie sagen, Zucker genau. reduzieren und ähnliche Dinge. Ja? Das ist aber schon ernsthaft, oder? Wahrscheinlich die bessere Methode, um diese Darmbakterien zu verändern als Probiotika, ist, dass man die Ernährung verändert. Das ist ganz klar, das hat einen Einfluss und natürlich nicht kurzfristig, sondern langfristig verändert. So kann man, das sieht man natürlich ganz klar, dass das Mikrobiom verändert. Auch zum Beispiel bei Sportlern gibt es Untersuchungen, die haben auch ein anderes Mikrobiom, also Sport und so weiter. Also so kann man durchaus durch gesunde Ernährung
das ist ja auch der Ansatz in meinem Buch, kann man natürlich die Darmbakterien verändern. Und vor allen Dingen dann halt auch mit viel Ballaststoffen, oder? Das ist ja im Prinzip das, was den meisten Einfluss hat, diese ganzen, die es auch zum Teil zu kaufen gibt. So Inulin und so Geschichten kann man ja auch als Pulver kaufen. Macht genau, das auch also ich würde da halt empfehlen, das natürlich zu sich zu nehmen, weil es gibt ja so viele und wir kennen uns nicht so aus. Dann ist ja gefährlich, einfach nur eines zu geben, wir wissen ja nicht, was dann passiert, sondern dass sich die Empfehlung Früchte und Gemüse geht in diese Richtung. Und das ist mehr so, dass man eigentlich jetzt herausfindet, warum diese Empfehlung so gut ist, weil sie wahrscheinlich auch die Vielfalt der Darmbakterien verbessert und das ein Schutz ist vor Stress oder auch vor Diabetes, ganz genau. Und wenn Sie gesagt haben, der Hungerstoffwechsel, also es gibt ja diese Suchtgeschichte, die Sie auch drinnen erklären, dass wie auch da Sucht tatsächlich ausgelöst wird durch die aktuelle Ernährung eigentlich oder das, was wir Ernährung nennen. Genau, es ist natürlich so, dass wenn wir da sehr viel Zucker essen, dann kann das tatsächlich wie eine Zuckersucht auslösen. Weil Sie ja davor auch die Essstörungen angesprochen haben. Ich meine, da wird sicherlich viel mit reinspielen, ja? Genau, und viele werden ja nicht süchtig, aber gewisse werden süchtig. Und das ist natürlich schon so, wenn wir keine industrielle Nahrung hätten, hätten wir viel weniger Essstörungen. Das ist tatsächlich so. Also, dass diese industrielle Nahrung ist natürlich genauso gemacht, dass sie unser Hirnbelohnungssystem reizt und dass das dazu führt, dass wir immer mehr davon wollen, dass eben gerade keine Sättigung entsteht. Auch die Fructose, die immer dazu gegeben wird, die führt nicht dazu, dass man weniger gesättigt ist und mehr davon konsumiert, oder? Deshalb ist natürlich auch die Empfehlung, da weniger oder möglichst auf industrielle Nahrung zu verzichten. Und generell das Plädoyer für von Ihnen erfahre ich auch irgendwie so, dass Sie sagen, ein bisschen Entspanntheit auch hinzukriegen, oder? Also diese Verkrampftheit gegenüber dem ganzen Thema scheint mir auch nicht wirklich heilsam zu sein, oder? Genau, man muss auch ein bisschen aushalten, dass man ja wenig weiß darüber, oder? Ja. Also man kann sich nicht versteifen. Es gibt ja, wenn ich sehe, dass ich habe ja so viele Experten und Firmen reden mit mir und jede Firma hat eine andere Idee. Die einen finden Kalzium, die anderen Zink, die anderen Magnesium. Aber nur schon, dass er jeder etwas anderes gut findet, zeigt ja schon, dass es keine allgemeine Meinung gibt. Genau, und wenn man es nicht weiß, dann muss man ein bisschen locker bleiben. Man weiß ein bisschen was, nicht zu viel ist nicht gut, viel Pflanzen ist gut, Gemüse ist gut, so dass man sich an diese Dinge hält oder regelmäßiger Essrhythmus. Nicht gerne, ohne so viel zu wissen, auch schon mit ganz vielen Patienten kann ich helfen, indem ich ihnen einfach so Grundregeln zeige. Weil es ist ja nicht so einfach, die Ernährung umzustellen, nicht? Es ist nicht einfach, eine Vitamintablette zu schlucken. Aber das Essen umzustellen ist etwas schwieriger, nicht? Und das geht am meisten auch länger, bis man das hinkriegt. Sie schreiben ja sogar, dass Sie Psychotherapie weggelassen haben und stattdessen eine Ernährungsumstellung. Also können Sie da ein paar Geschichte dazu erzählen? Genau, das ist ein bisschen schräg, ja. Der Eindruck, aber ich muss sagen, das sind Menschen mit Essstörungen. Nicht? Da habe ich ja sehr viel Erfahrung. Und dann haben wir eine Weile eben immer vom Hirn aus gedacht, da muss man Konflikte aufdecken und so weiter, frühkindliche Erfahrungen. Und diese Therapien waren dann nicht so wirksam. Und da ist die Verhaltenstherapie gekommen und dann habe ich mal versucht, nur, die hatten auch alle Probleme und Ängste und Schamgefühle und Probleme in Beziehungen, da habe ich nur die Ernährung verbessert, also regelmäßig essen, Nahrungsspektrum erweitern. Da habe ich gesehen, wie es denen auch psychisch viel besser geht. Das war für mich schon so selber so eine Schlüsselerfahrung zu sehen, wow, da kann man tatsächlich durch Ernährungsumstellung, aber schon mehr, auch regelmäßiges Essen, Sport und so weiter, kann man wirklich extrem viel machen. Aber ich muss schon sagen, das sind auch Patienten, wo das auch gestört ist, nicht? Wenn natürlich der gesunde Mensch kommt und alles schon stimmt, da kann man nicht mehr, man kann nicht immer noch gesünder leben, nicht? Also es hat dann schon immer Limite. Aber bei diesen Menschen, die nur Gummibärchen und Quark essen, da gibt es viele Möglichkeiten, auch durch das Essen die Psyche zu verbessern. Ja, da gibt es ja noch viel dazwischen, ja. Sehr, sehr spannend. Genau, ja, Sie haben recht. Interozeption habe ich mal als Wort aufgeschrieben. Sie sagen, das sei eines der wichtigsten Fähigkeiten, auch die wir wieder lernen dürfen. Das ist so eine Art Selbstwahrnehmungsgeschichte. Genau, das sieht man schon auch soziologisch. Die Leute sind immer mehr nach außen orientiert und nicht mit der Digitalisierung, welche Klicks und welche Notifications. Wir haben ja 100 Tools, die uns irgendwie
von uns entfernen oder dass wir da nach außen orientiert sind. Das würde schon so ein bisschen so ein, die Leute introvertiert sein, ist ja schlecht, und nach innen schauen, Introspektion. Aber trotzdem merkt man mit dieser Meditationswelle, wie sehr das eigentlich die Menschen auch sich wünschen oder wie sehr sie es nicht mehr können und wieder lernen wollen, auf sich zu hören, auf seine Gefühle und so sich zu steuern. Es braucht nicht immer eine Balance zwischen Introversion und Extraversion. Aber es ist doch interessant, dass hier zum Teil große Defizite bestehen. Und dann hört man eben nicht auf den Darm, man hört nicht auf sich allgemein, und das führt eben dazu, dass Leute dann völlig gestresst kommen und sagen, ich habe es gar nicht gemerkt. Erst als ich wirklich den Kopf nicht mehr drehen konnte, habe ich gemerkt, da stimmt ja was nicht in meiner Familie oder meinem Arbeitsplatz. Genau, und der Darm und die Ernährung ist ja wie so ein Maß oder eine gute Gelegenheit, diese Introspektion zu ein bisschen zu üben. Machen Sie dann tatsächlich so Achtsamkeitsgeschichten mit den Menschen? Also, dass die dann 10 Minuten atmen und weiß ich was? Also, atmen tun sie hoffentlich immer, aber in dem Fall halt bewusst, ja. Genau, Sie haben recht, man kann mit 10 Minuten schon viel machen, aber das mache ich tatsächlich auch mit den Patienten, dass sie so Selbstbeobachtung machen. Man kann nur schon so, wir machen ja so Esstagebücher, wo die dann schreiben, was sie gegessen haben, aber auch wie sie sich dabei fühlen oder so. Nur schon das als Aufgabe ist interessant. Da muss man sich überlegen, wie fühle ich mich? Jetzt habe ich das gegessen, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Das sind ja ganz einfache Dinge, aber das kann sehr helfen, genau zu sehen, warum die Leute essen, warum es so schwierig ist, das Essen umzustellen oder warum immer so viele Donuts und kein Gemüse. Genau, also es gibt ganz einfache Wege, die Introspektion. Und gerade Introspektion, also für sich hören, das heißt, auch ein bisschen die Sprache finden, oder? Man muss ja das ausdrücken, muss psychologische Sprache üben. Sieht man schon in der Psychosomatik, dass viele Patienten, die haben sehr schlechtes Vokabular, sehr schlechte Fähigkeiten, sich über sich selber auszudrücken. Aber es ist auch wichtig, kommunikativ. So kann man auch dann anderen mitteilen, wie es einem geht, und die können darauf reagieren. Es ist eine sehr... Vorausgesetzt, es gibt da draußen jemanden, den das interessiert. Genau, ja. Aber wenn das man sich ist besser nicht, redet, das ist nicht gegeben. Auch mehr. Das ist nicht gegeben. Die meisten Leute, die fragen, wie geht's, die wollen nicht wissen, wie es dir geht. Ja, das mag tatsächlich sein. Es ist nicht schon eine Kunst, wie man das dann interessant macht. Vielleicht, wenn man das so platt fragt, nicht. Aber wenn man so in einer speziellen Situation ist, wo Stress ist, wenn man aber sagt, also ich finde es gerade ein bisschen bedrückend, kann das schon noch eine nette Ausdruck sein. Und sagen, ah, das ist doch eine Person, die irgendwie Gefühle hat. Ja, Sie sagen jetzt explizit, wenn ich sage, ich möchte 5 Minuten über mich reden, dann würden die meisten sagen, lieber nicht. Aber ich meine, das ist ja mehr so eingebettet in den Alltag eigentlich. Mhm. Holobiont, das war ein weiteres Wort, das ist von vielen auch kommt, die sagen, so wir sind eigentlich nur so wir befolgen die Befehle unserer Bakterien, so auf die Art, und stehen sozusagen als Bürgermeister vielleicht drüber, aber eigentlich machen die, was sie wollen, und wir tun das, wozu die uns den Auftrag geben. Ist das so ein Modell, mit dem Sie leben könnten, oder ist das weit weg von dem, was Sie denken? Nein, also ich sage, das ist einfach so, in beide Wege geht. Deshalb ist es natürlich schon so, durch unser Stresssystem hat wie das Hirn so ein Vetorecht. Es gibt also Selfish Brain Theorie. Ist natürlich schon so, wenn wir im Hirn sagen, es ist eine Krise oder da muss ich jetzt davonrennen, dann haben die Bakterien nicht mehr so viel zu sagen. Es ist mehr in den Erholungsphasen, wo die etwas mehr sagen können. Aber es ist schon so, es ist wie so, man ist Chef, ich glaube, das Hirn ist schon irgendwie Chef, und man hat Mitarbeiter, und die sind ja auch selbstständig, oder? Die kann man auch beliebig ausnützen, man muss ja auch Sorge tragen zu ihnen, und dann arbeiten sie gut. Das ist etwa das Modell. So. Aber klar, bei Krankheiten kann schon sein, dass die Bakterien dann so überhand nehmen, überwuchern, dass man irgendwo Sklave der Bakterien wird. Ja. Klingt ja, also manche Süchte werden tatsächlich dahingehend auch auf irgendwelche Darmbakterien geschoben. Ich weiß nicht, ob das nicht nur wieder irgend so ein Blaming ist. Also wo dann die Schuld geschoben wird und die Verantwortung von sich selber weg. Ich kann ja nichts dafür, das sind meine Bakterien. Ja, das sehe ich schon. Also ich glaube, früher, es ist alles so psychisch, alles im Hirn hat auch gewissen Druck ausgeübt. Nicht? Und für gewisse ist es gut zu sagen, es ist mehr im Darm, aber ich glaube, man kann, das ist ja so multifaktoriell im ganzen Körper. Aber ich glaube, dass psychische Störungen viel mehr im ganzen Körper sind, als nur im Hirn oder in der Psyche. Ich glaube, das stimmt schon.
Aber jetzt einfach so seine Verantwortung abzuschieben, das finde ich auch nicht so gut. Aber es ist ja tatsächlich so, wir können ja nicht frei über unsere Gesundheit entscheiden. Wir können einfach dazu beitragen, aber man hat auch Glück nicht, man gesund ist oder nicht. Also das ist sicher auch der Fall. Und jetzt sind wir genau an diesem Schnittpunkt zwischen dem Darmthema und auch der Resilienz, weil Sie haben ja den Vagusnerv auch schon erwähnt. Die Kommunikation Vagusnerv vom Darm sozusagen ins Gehirn und wieder zurück. Können Sie da ein paar Geschichten dazu sagen? Und dann, was das mit Resilienz auch zu tun haben könnte? Genau, also beim Resilienzthema ist ja eben der Darm wichtig, ist ja auch eine körperliche Resilienz. Und andererseits habe ich eben den Wir-Faktor. Da geht es mir bei beiden Themen so darum, dass das Hirn so ein bisschen eingebettet ist in den Körper, aber auch im Sozialen und die Psyche. Und Sie haben schon recht, ein, was man sehr gut kennt, ist, dass ja, wenn man gestresst ist, der Vagus weniger aktiv ist. Und man weiß auch, dass das zum Beispiel bei umgekehrt Epilepsie-Patienten, wenn man den Vagus stimuliert, dann haben die weniger Anfälle oder auch bei der Depression. Wahrscheinlich, wenn man langfristig den Vagus stimuliert, ist man weniger depressiv. Und wahrscheinlich viele so Yoga und so Methoden, die auch etwas antidepressiv sind, wirken über den Vagusnerv. Und jetzt neu ist natürlich, dass die Darmbakterien sehr wichtig sind, dass auch die eigentlich eben, wenn da was ganz schlecht im Darm läuft, der Vagus dann wenig erholsame Impulse gibt, aber wenn der schön entspannt ist, eben auch das Hirn entspannen kann. Also das weiß man eben, erstmal geht 80% der Information nach hoch und man weiß auch, im Hirn ist das wie eine riesige Wurzel, das ist nicht an einem Ort, sondern das hat einen Einfluss auf das ganze Gehirn. Und so kann man schon sagen, auch mit den Daten des Vagusnerv-Stimulatoren, es gibt übrigens auch so Geräte, die man ins Ohr stecken kann, habe ich auch Patienten, die sehr davon profitieren, den Vagus zu aktivieren. Das ist einfach so eine Verbindung. Das andere ist natürlich das Immunsystem, das extrem wichtig ist. Das weiß man klar, diese Zytokine, wenn das Immunsystem aktiviert, dann fühlt man sich auch depressiver. Da muss man einfach schauen, dass der Darm natürlich nicht dauernd entzündet ist. Mhm.